Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Continuum Gaming, dieses Mal auf Deutsch, wie ihr schon hören könnt. Und heute möchte ich euch wieder drei verschiedene Spiele vorstellen. Das wird sein einmal Air Climb Racing, Hand Toss und Code of War. Mein Name ist Gerald und wie immer habe ich hier so ein bisschen meinen kleinen Aufbau mit dabei. Dazu gehört natürlich die Arc-Maus, das ist einfach diese Bluetooth-fähige Maus hier, kennt ihr alle, hat diese Bogenform, deswegen heißt sie auch Arc-Maus. Man kann die ein- und ausschalten, indem man praktisch einmal so macht, jetzt ist sie ausgeschaltet, kann man sie super in die Tasche stecken und mitnehmen. Und wenn man sie benutzen will, macht man einfach diese Arc-Form, hat dann so eine ergonomische Form und kann damit arbeiten. Außerdem habe ich mit dabei das Folge-Keyboard, kennt ihr auch schon, das ist einfach dieses Keyboard hier, kann man zusammenklappen oder auch nicht. Auch hier wird es ein- und ausgeschaltet, wenn ich es zusammenklappe oder nicht. Und sonst hat man eben eine relativ kompakte Form, wenn ich euch das mal zeige hier. Relativ schmal. Auch sonst, hier ist halt nur so halb so groß, wie ein normales Keyboard überhaupt wäre. Und das ist sowieso schon ein sehr kleines und kompaktes Ding. Also dementsprechend eine ziemlich coole Geschichte, wenn man es mitnehmen möchte. Die beiden Sachen sind Bluetooth-Geräte. Das heißt, sie sind verbindbar mit praktisch allem, was ihr so verwendet. Vom Tablet, Smartphone. Theoretisch einen Computer, wenn ihr halt Bluetooth-Dongle oder ein Bluetooth-fähiges Motherboard habt und so weiter und so fort. Und natürlich sonst vielleicht auch mit dem Fernseher und solchen Geschichten, alles was eben Bluetooth unterstützt. Theoretisch wäre auch noch der Xbox One Survival Controller dabei, der hat aber dieses Mal nur einen Nebenauftritt, beziehungsweise gar keinen, wenn man es genau nimmt, weil er nämlich nicht verwendet werden kann von den Spielen, die ich dabei habe. Und ich würde mir so wünschen, dass das eine Spiel das könnte, da werden wir gleich noch, zeige ich euch dann, wie wir das machen, so einen kleinen Workaround machen, damit wir damit praktisch arbeiten können. Es ist super schade, dass es nicht klappt, aber ja, wie gesagt, wenn die Developer es nicht unterstützen, kann ich auch nichts dran ändern. Ja, natürlich, wie immer, als Smartphone habe ich das Lumia 950 XL dabei, das ist hier hinten mit einem Mozo-Cover drauf, ihr seht, das ist angeschlossen über ein USB-C-Kabel, das ja Continuum-fähig ist, mit dem Display-Dock, das hier an der Seite steht, das ist dieses Teil. Das Teil ist wiederum verbunden mit dem per HDMI mit dem Fernseher. Und auf die Art könnt ihr jetzt diesen Desktop-artigen Zustand hier sehen, den ich eben über das Smartphone erzeuge und dann eben zum Beispiel hier mit der Arc-Maus und so weiter bedienen kann, wie ihr hier sehen könnt. Und ja, auf die Art funktioniert das Ganze. Wer noch ein bisschen mehr dazu wissen will, schaut einfach mal da oben in die Ecke rein, da gibt es noch ein paar weitere Infos dazu. Ja, und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal an mit dem ersten Spiel. Das erste Spiel heißt Air Climb Racing. Ist ein kleines Spiel im Endeffekt. Manchmal funktioniert es auch nicht so ganz super, muss ich zugeben. Leider ist es so, aber es ist eigentlich ein ganz schönes Spiel. Deswegen möchte ich euch mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert und was dahinter steht. Ja, was ihr hier schon sehen könnt, ist praktisch eine... So sieht das ganze Spiel eben erstmal aus, logischerweise. Und was ihr hier sehen könnt, ist eben, dass man praktisch hier ein Flugzeug fliegen wird. Nämlich von diesem kleinen Flughafen, den ihr unten sehen könnt, startet ihr los und müsst zu einem anderen Flughafen fahren. Oder fliegen, besser gesagt. Und was dahinter steht, ist im Endeffekt eben die Möglichkeit, hier jetzt die verschiedenen Flugzeuge mal durchzuschalten. Kann ich mit der Tastatur machen, wie ich das jetzt gerade mache. Oder ihr könnt halt auch einfach hier mit der Maus natürlich dann auf die entsprechenden Buttons klicken. Und dann gibt es unterschiedliche Szenarien, in denen ihr fliegen könnt. Einmal diese, ja, sagen wir mal Hügellandschaft oder sowas. Dann haben wir einen Desert, also praktisch eine Wüste zu dem Zeitpunkt. Und dann noch so eine City Skyline Kram, also das praktisch so eine Hügellandschaft kombiniert mit eben irgendwelchen Formen von Hochhäusern und so einem Kram da unterwegs sind. Ihr seht auch, das kostet Geld, wenn ihr dieses Flugzeug zum Beispiel fliegen wollt, was ich natürlich nicht mal annähernd bis jetzt besitze. Das heißt, wir werden natürlich wieder zurückgehen zum ersten Flieger, den ihr natürlich kostenlos am Anfang habt, um loslegen zu können, dieses Cessna hier. Und damit kann man dann eben fliegen. So, ich zeige euch das Ganze mal hier in den Settings. Da gibt es jetzt nicht super viel zu anzugucken. Es gibt eben die Medium Settings, Low Settings, also einfach Grafikqualität im Endeffekt. Qualidade. Und dann eben Effekte und Musik, eben für die Lautstärke der entsprechenden Musik, die da läuft. Wir lassen es jetzt einfach mal, wie es ist. Ich glaube, am Anfang ist es hier auch die Colinas, das können wir ja auch mal reinmachen, also diese Hügellandschaften. Und dann drückt man einfach auf Start und jetzt zeige ich euch mal, wie das Ganze funktioniert. Hintergrund des Ganzen ist praktisch, ihr könnt das auf unterschiedliche Arten spielen. Ich spiele es mit der Tastatur, brauchte die Tasten, also praktisch die Pfeiltasten für. Und zwar, wenn man es genau nimmt, eigentlich nur die Nach-Rechts-Taste. Ist nämlich beinahe, ja,
jetzt tut es mir leid, hier haben wir jetzt diesen Bereich, wo man eben nicht mehr so spielen kann. Ja, das ist praktisch die Pfeiltastenkombi, die ihr habt. Und was dahinter steht ist, ihr dürft natürlich nicht gegen den Boden schlagen und so weiter und müsst versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Eine Sache, die das Spiel aus welchen Gründen auch immer, ich kann euch nicht sagen, warum das so ist, nicht macht. Ihr braucht es nicht in jedem Level, das ist das Gute daran, sondern nicht jedes Mal, wenn ihr spielt, das ist ein Problem. Aber manchmal eben schon. Die Kamera wird nicht nachjustiert. Das heißt, ich kann gar nicht sehen, wohin ich fliege, wenn ich Pech habe. Und das ist natürlich richtig blöd in dem Fall. Ist nicht so, wie gesagt, dass man es gar nicht spielen könnte oder sowas dadurch. Deswegen, also manchmal verschmerzbar. Aber ich fände es natürlich deutlich cooler, wenn das nicht der Fall wäre, weil das Spiel an sich ist echt nett gemacht. Ich finde auch das Spielprinzip schön. Ihr sammelt jetzt hier praktisch diese Coins ein, so ein bisschen in die Bereiche, da könnt ihr reinfliegen, ist aber okay. Und jetzt müsst ihr eben versuchen, nicht auf den Boden zu schlagen. Das Ganze funktioniert so ein bisschen wie Flappy Bird, nur dass ihr nicht dauerhaft drückt oder nicht dauernd in das Fenster drücken müsst oder sowas, sondern drückt und dauerhaft draufbleiben könnt. Und das Flugzeug dann eben dahin fliegt, wo es hinfliegen soll. Jetzt stürzt mal vorher, weil ich zu viel hin und her geflogen bin. Im Hintergrund ist der, ihr habt hier praktisch diese Form von Fuel-Anzeige mehr oder minder, mit der ihr arbeiten könnt. Und ich hoffe, wir erwischen jetzt nochmal einen Fall, wo ich wirklich mal dahin komme, wo ich hinkommen wollte, um euch mal zu zeigen, wie das Spiel eigentlich funktioniert. Weil, wie gesagt, ich finde es eigentlich ein schönes Spiel, vom Spielprinzip her und so weiter. Die Coins können wir natürlich einsammeln, wie ihr hier schon sehen könnt, was eine ganz coole Geschichte ist im Endeffekt, logischerweise, weil damit könnt ihr die anderen Flugzeuge kaufen, wenn ihr das möchtet, die dann ein bisschen andere Eigenschaften haben. Und ja, wie ihr hier sehen könnt, ist jetzt vielleicht mal eine... Okay, das war jetzt meine Dummheit. Aber im Endeffekt, hier habt ihr gesehen, hier hätten wir jetzt landen können, weil eben diese... geht davon aus, das Level wird prozentual erzeugt, also praktisch jedes Mal anders, dieses Mal eben funktioniert hat und wir eben auch den Flughafen, auf dem wir landen hätten sollen, dann gesehen haben. Sonst stirbt man halt, seht ihr ja, da muss man nochmal von vorne anfangen. Ich guck mal, ob ich jetzt eine Chance habe, vielleicht bei diesem Mal. Wir machen das jetzt nicht tausendmal hintereinander, bis wir einen finden, wo wir es dann spielen können. Die ersten paar Mal hat es bei mir geklappt, deswegen wollte ich euch das Spiel auch zeigen, weil wie gesagt, ich finde das vom Spieleprinzip her natürlich einfach ein harmloses Spiel, aber trotzdem cool gemacht und irgendwie nett vom Prinzip her. Es sieht auch wieder schlecht aus hier. Immer wenn es dann so ganz hoch geht, hat man meistens ganz miese Chancen. Weil, wo soll ich jetzt hinfliegen, wenn die Kamera mir das nicht zeigt und der natürlich nicht nach oben fliegt? Da hätte man wirklich was machen müssen als Developer, dass man praktisch diese prozentuale Erzeugung, die hier ist und die ja diesen Zufall bedingt, einfach kleiner gemacht hätte. Dass die maximal eben auf dem Bildschirm sich bewegt. Es könnte sein, dass es im Hochformat auf dem Smartphone gar kein Problem ist, aber im Continuum-Modus ist es ein bisschen ein Problem. Da kommen wir eben dann nicht außen rum. Ein letztes Mal noch. Probieren wir es mal. Wir versuchen wieder diese Coins einzusammeln, die wir hier bekommen. Okay, das war reine Dummheit von mir. Entschuldigt. Ich würde sagen, wir lassen es dabei. Versucht es gerne mal auf einem normalen Smartphone, da habt ihr das Problem auf gar keinen Fall. Auch auf Continuum könnt ihr es manchmal spielen, manchmal nicht. Wie gesagt, ich kann euch das nicht versprechen. Ihr könnt auch mal versuchen, nicht die Hügellandschaft zu nehmen, sondern zum Beispiel Desert oder so. Da ist es ein bisschen weniger ausgeprägt, diese hügelige Geschichte. Dementsprechend, da hat man ein bisschen bessere Chancen. Aber probiert es doch einfach gerne mal aus. Ich finde, es ist eigentlich ein nettes Game, weil es einfach Spaß macht und auch nicht so schwer ist wie jetzt Flappy Bird. Flappy Bird ist halt praktisch nicht zu besiegen. Hier habt ihr eine Möglichkeit, dann auch mal ein bisschen zu fliegen und ein bisschen was zu machen. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal aus diesem Spiel raus und schauen uns das nächste Spiel an. Das nächste Spiel heißt Hand Toss. Geht es praktisch darum, dass man so ein kleines Monster mit einer Kugel abschießen muss. Und ich zeige euch das Ganze mal. Auch ein sehr schönes Spiel, wenn ihr mich fragt. Das funktioniert auch, wie es soll. Also Hand Toss. Gehe ich mal drauf. Was ihr hier machen müsst, wie gesagt, ist so ein Monster, was eben unten am Bildschirmrand irgendwo entlang läuft oder lebt. Manchmal ein bisschen traurig, weil es ist eigentlich süß, das Viech. Aber whatever. Mit einer Kugel abzuwerfen. Hier seht ihr schon, ganz simple Bedienung. Ihr geht hier drauf, wenn ihr hier rein wollt. Dann könnt ihr hier so unterschiedliche Themes noch irgendwie haben. Was das genau soll, weiß ich auch nicht. Ich hab's bis jetzt
noch nie gebraucht. Dementsprechend können wir auch einfach reingehen und können hier jetzt mal in die Levels rein. Hier seht ihr praktisch, wie viele Levels es im Endeffekt gibt. 12 Levels in der ersten Season, oder wie man das auch mal nennen möchte, und dann eben die anderen. Ich gehe hier einfach mal auf das drauf. Oder 16 sind sogar, sorry. Das sind die Punkte, die ihr gesehen habt gerade, nicht die Levels. Und jetzt seht ihr schon, da war das kleine Monster, und jetzt seht ihr hier oben, hold your finger on the screen to pull away from the center to adjust the power of the shot. Klar. Vorher, ein Doppelklick hier unten drauf, zoomt euch praktisch raus, dass ihr das gesamte Spielfeld hier sehen könnt. Und was ihr jetzt machen müsst, ist praktisch dieses kleine Monster hier mit der Kugel, die ihr oben abfeuert, ist übrigens die hier dann an der Seite da schon sichtbar ist im Continuum-Modus, die müsst ihr praktisch auf das Monster abschießen. Also einfach halten, loslegen. Hier habt ihr wieder so eine Power-Anzeige, also wie stark ihr praktisch jetzt eben hier Schmackes gebt. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir da hinkommen. Ihr seht das kleine Monster. Das ist so süß. Weiß auch nicht. Auf alle Fälle dürft ihr das natürlich nicht verpassen, sondern müsst es wenigstens berühren. Ihr müsst es gar nicht feste treffen oder sowas. Nur berühren reicht schon, damit ihr praktisch dahin kommt. Wie gesagt, ihr könnt hier Pinch zoomen, wenn ihr auf dem Smartphone seid, oder doppelklicken, wenn ihr eben nicht auf dem Smartphone seid, um raus zu zoomen und in diesen anderen Modus zu kommen. Und jetzt versucht ihr eben hier irgendwie da hochzukommen. Wenn ihr das nicht macht, seht ihr eben nur diesen Screen hier beim Zoomen. Das macht natürlich nicht super viel Sinn. Und jetzt müsst ihr einfach versuchen, eben dahin zu kommen. Ihr seht, es ist schon ein einigermaßen schwieriges Level. Ihr müsst also genau den richtigen Winkel und genau die richtige Power und so erwischen. Ich versuche mal, ob ich hier vielleicht... Na, das war nix. Dachte, wenn hier diese Linie ist, ob man die vielleicht mitnehmen kann, dass es ein bisschen besser läuft dann. Aber leider wohl nicht der Fall. Und jetzt, wenn ihr es irgendwann mal nicht schafft, dann seht ihr, kann man sich hier Hilfe praktisch holen. Über entweder so einen Guide, der einem hilft, oder ne, der sagt jetzt einfach, hey, feuer doch einfach hier. Also ich habe jetzt von hier immer gefeuert. Dann versuchen wir das auch einfach mal. Hier drücken, hier mit viel Schmackes hin. Und jetzt seht ihr, haben sie euch praktisch wie zum Abpausen so einen kleinen Helfer hingemacht. Was ich ziemlich nett finde. Und der hilft uns natürlich hier dann auch durchzukommen durch dieses Level. Ja, und so geht das Ganze jetzt im Prinzip eben dann über verschiedene Levels hinweg immer weiter. Ihr müsst immer versuchen, das kleine Monster zu erwischen. Da oben habt ihr euren Bereich, wo ihr hin müsst. Und dann gibt es hier eben einfach unterschiedliche Levels, mit denen ihr das Monster treffen müsst. Hier seht ihr wieder, es wird wieder so etwas Ähnliches sein wie letztes Mal. Ich probiere das jetzt einfach mal hier so vielleicht. Und dann muss der Winkel wahrscheinlich richtig sein. Ja, hat geklappt, um das kleine Monster eben auch wieder zu treffen. Ja, und so geht es jetzt immer weiter. Ich finde ein sehr schönes Spiel, besonders wenn man solche kurzweiligen Spiele mag, ist das hier eine ganz nette Geschichte. Wirklich gut, wenn man ein bisschen Zeit mal übrig hat und die weghauen will. Und dann funktioniert das. Ich sehe hier gerade, dass ich furchtbar überblendet bin gerade. Ich drehe mal gerade die Kamera, das Licht ein bisschen weg. Ja, und dann probiert das doch einfach mal. Und das ist praktisch dieses Spiel Hand Toss. Und kann ich gut empfehlen, ist ein schönes Spiel. So, dann haben wir ein richtig geiles Spiel, das heißt Code of War. Das große Problem mit diesem Spiel ist, dass das Touch-Bedienung zumindest mit voraussetzt. Und das ist richtig ätzend, weil eigentlich kann das Ding mit Tastatur umgehen. Maus funktioniert auch, aber er akzeptiert praktisch nicht, dass ich hiermit eine Swipe-Bewegung mache. Deswegen müssen wir in dem Fall jetzt auf diesen anderen Modus umschalten. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Also es gibt ja einmal den Continuum-Modus. Das ist praktisch das, was wir hier sehen. Diese Desktop-artige Oberfläche, wie auch immer. Wir können aber auch sagen, spiegel mir das Ganze einfach nur. Also was wir hier haben, ist ja wirklich eine Anpassung des eigentlichen Layouts. Und man sieht dann alles, wie es auf dem Desktop oder so wäre. Aber wir können natürlich auch hingehen und können einfach nur spiegeln. Das erlaubt uns dann zum Beispiel das Smartphone als Input-Device zu verwenden. Vielleicht auch ältere Spiele zu spielen. Also wenn ihr so Windows 8 oder so Geschichten habt, die ihr mal zocken wollt auf dem großen Screen, könnt ihr das über diese Display-Spiegelung machen. Und ja, wie funktioniert das Ganze? Das Ganze funktioniert jetzt einfach so, ihr habt praktisch das hier als Eingabegerät. Und jetzt muss man eben auf dem Smartphone, das ist wichtig, ich zeige euch, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt groß genug euch zeigen kann. Ich mache auf alle Fälle mal die Dings hoch. Ich hoffe, ihr seht es ein bisschen, ich kann es nicht wirklich sagen, aber ihr geht praktisch im Continuum-Modus habt ihr immer dieses Touchpad, dann geht ihr oben auf diesen 3-Punkte-Bereich und dann auf Anzeige-Einstellungen. Erster Eintrag. Und jetzt habt ihr verschiedene Sachen verbunden, Anzeige, Bildschirmausrichtung und so weiter und so fort. Und wenn ihr jetzt auf erweiterte Einstellungen an dieser Stelle klickt, habt ihr hier einfach diesen Toggle zwischen zwei unterschiedlichen Möglichkeiten. Einmal diese
unterschiedliche Apps auf jedem Bildschirm verwenden. Empfohlen ist es praktisch Continuum im Normalfall und sonst eben Geräteinhalt spiegeln. Und wenn ihr das macht, seht ihr jetzt auch, was ich hier auf dem Smartphone sehe. Das heißt, ich brauche jetzt gar nicht mehr euch das großartig noch hier hinzuhalten. Und jetzt drehe ich mich einfach mal um. Dafür, das Schöne ist, er macht jetzt auch sowas wie die Ausrichtung, wird hier genauso berücksichtigt. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht in dieser hochformatigen Geschichte spielen oder sowas, sondern Ausrichtung wird einfach mitverwendet. Und dementsprechend können wir jetzt hier einfach mal rausgehen, können auch wieder auf die Alle-Apps-Liste gehen. Also geht immer dann, wenn es natürlich auch klappt. Ne? In dem Fall klappt es jetzt nicht. Jetzt nimmt er die Bewegung auch gar nicht, weil das ist nicht unterstützt in dieser Ansicht. Ist aber kein großes Problem. Ich gehe hier einfach mal auf C für Code of War und jetzt gehen wir mal kurz runter. Ja, wo ist es? Code. Da ist es so. Code of War. Und Code of War ist ein ziemlich geiles Spiel, weil das ist praktisch eine Nachbildung von Counter-Strike oder sowas. Also wirklich einen FPS-Shooter, auch sehr performant, muss ich sagen. Also ist nicht so, dass das jetzt ein großes Problem darstellen würde für das Smartphone hier. Es wird ein bisschen warm dabei, aber gut, ist halt auch ein aufwendiges Spiel, ohne Frage. Was ihr hier jetzt schon sehen könnt, ist, ihr habt praktisch einen Soldaten, mit dem ihr dann in der Gegend rumläuft, meistens so Counter-Terroristen-Kram. Wobei die anderen sind es, glaube ich, auch. Also die haben alle im Prinzip so ungefähr den gleichen Skin. Ungefähr. Und jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, eben hier zu spielen. Ihr seht, ich bin angemeldet und jetzt gehe ich einfach mal oben. Also wie gesagt, ich könnte jetzt auch die Maus nehmen und hier versuchen zu bedienen. Das ist ein bisschen lustig, weil ich ja im Querformat praktisch bin. Aber gehen tut es vom Prinzip her. Und wie ihr jetzt hier sehen könnt, haben wir hier Möglichkeiten, Sachen einzustellen, wie niedrige Auflösung, mittlere Auflösung, hohe Auflösung und so weiter und so fort. Hier dann über Energie und die Spielgruppe. Und hier würde ich euch jetzt einfach mal zeigen, was man hier so alles machen kann. Da gibt es jetzt nicht super viel zum Einstellen, aber manchmal vielleicht doch ganz interessant. Das hier ist die Touch-Bedienungsoberfläche, die man noch anpassen könnte. Das brauchen wir nicht tun in dem Fall, weil wir das gar nicht... oder wir werden es natürlich verwenden, klar, aber im Endeffekt können wir es einfach im normalen Modus lassen. Hier seht ihr dann eben euren eigenen Namen, wenn ihr einen haben wollt. Und ihr könnt eben dann hier verschiedene Sachen einstellen. Sonst gehen wir hier einfach mal raus. Und was ihr jetzt sehen könnt, wir können unseren Charakter hier auch aufrüsten und ihm mehrere andere Sachen zur Verfügung stellen. Das ist einfach, wenn ihr ein bisschen gespielt habt, kriegt ihr eben Geld dafür, dass ihr gespielt habt. Und könnt dann zum Beispiel hier einfach zum Beispiel den Schaden erhöhen, den ihr verursacht, wenn ihr mit eurem Typen hier schießt. Dann dauert es noch ein bisschen, seht ihr hier 25 Sekunden, bis das dann im Prinzip zur Verfügung steht. Und jetzt hat man hier einfach die Möglichkeit, verschiedene Updates durchzuführen, die alle ein bisschen Geld kosten, wie ihr das hier sehen könnt. Und was ihr davon jetzt nehmt, ist halt eure Sache. Nachladen, Gesundheit und so weiter. Vielleicht kaufen wir nochmal eine Gesundheit. Geht gerade nicht, weil das andere noch am Laufen ist. Aber hier seht ihr im Prinzip, was so abgeht, wie groß das Feuertempo ist und die Gesundheit von euch, Geschwindigkeit, wie schnell könnt ihr laufen und so weiter und so fort. Wenn das fertig ist, geht ihr hier einfach raus und dann ab in die Schlacht. Ich gehe hier nochmal auf die Waffe drauf, bevor wir da weitergehen. Also ihr müsst nicht unbedingt die eine nehmen. Ihr könnt zum Beispiel auch sowas hier kaufen. Das sind aber diese AU-Punkte. Für Gold steht das, glaube ich, ist das Formelzeichen oder im Periodensystem praktisch. Dementsprechend das nehmen und sonst könnt ihr natürlich auch andere Waffen einfach holen. Wenn ihr zum Beispiel jetzt das G36K, das wird von der deutschen Bundeswehr, glaube ich, verwendet, wenn ich nicht total irre, könnt ihr zum Beispiel dann hier verwenden, um das eben zu kaufen. Ist natürlich im Moment noch außerhalb meiner Reichweite von der Kohle her, aber gehen würde auch das. Gut, und sonst einfach hier raus und dann geht's ab in die Schlacht. Und das ist ein Online-Game. Das heißt, ihr könnt hier jetzt auch gegen echte andere Gegner, die in der Gegend rumlaufen und auch wirklich andere Leute halt sind, antreten. Da gibt es einmal die Zufallskarte, die ihr hier seht, im Teamgefecht in diesem Fall. Ihr könnt auch Deathmatch spielen. Ich spiele jetzt mal einfach mal Teamgefecht. Deathmatch ist auch klar, was das heißt. Das spielt halt jeder gegen jeden. Team heißt, ihr habt halt ein Team und kämpft gegen ein anderes Team und könnt euch noch unterstützen und müsst natürlich dann gucken, dass am Ende eben auch alle tot sind vom Gegnerteam. Das ist einfach das, was dahinter steht. Aber so könnt ihr praktisch hier durch die Gegend laufen. Ihr seht auch, es gibt einen Haufen unterschiedliche Maps. Nachher dann werden noch ein paar weitere freigeschaltet. Was kann ich, wie viele es im Endeffekt sind. Hab zurückgewischt. Ich gehe hier nochmal drauf, gucken wir mal kurz. Und das nervt mich, weil hier in dem Menü geht's. Hier kann ich praktisch swipen, aber nicht im eigentlichen Spiel. Und das ist echt nervig. Das hätten sie hinkriegen können, wenn ihr mich fragt.
oder zum Beispiel den Xbox One Arthritis Controller oder sowas zur Verfügung stellen, dass der dann funktioniert oder halt ein Gamepad allgemein. Das wäre richtig cool gewesen. Leider geht das nicht, deswegen müssen wir es so spielen. Es ist nicht so schlimm, man kann es so spielen, aber es wäre natürlich schöner gewesen, wenn das einfach geklappt hätte. So, wir klicken also einfach mal auf die Zufallsmap, suche jetzt einfach keine aus und dann können wir hier auf Schlacht gehen und jetzt geht's los. So, jetzt zeige ich euch mal das Ganze. Ihr seht, ich spiegele ja jetzt praktisch meinen Bildschirm einfach da hoch. Ob ihr das jetzt optisch, ja, so einigermaßen seht ihr es. Das heißt, das wird jetzt einfach gespiegelt und ich kann hier jetzt einfach die normalen Steuereinheiten wie auf dem Smartphone verwenden, kann aber auf dem großen Bildschirm das Ganze trotzdem anschauen und das jetzt hier wie so eine Art Gamepad oder ja, was auch immer eben verwenden. Und hier seht ihr jetzt praktisch unsere Szenerie. Wir sind dieser Typ, der hier in der Gegend rumläuft natürlich. Wir können eben jetzt mit dem Smartphone hier in alle Richtungen gucken und eben dann nach vorne laufen und so weiter. Und das Problem ist eben, das Laufen geht sogar. Also die Tastaturunterstützung ist fürs Laufen gegeben, aber leider nicht für den Rest. Wichtig zu wissen, ihr braucht hier nicht selber schießen, zumindest nicht in dieser Geschichte, sondern ihr müsst einfach nur euer Zielkreuz auf einen Gegner bewegen. Dann wird losgefeuert, wie ihr sehen könnt, und das hilft dann praktisch schon. Jetzt gucken wir mal, ja, okay. Ich habe einen erwischt, der hat doch, glaube ich, auch, oh, da ist doch irgendwer. Ah, er hat keinen erwischt. Schießt ihn doch. Oh, der hält einiges aus, glaube ich. Das ist wahrscheinlich sein Problem. Ja, hier seht ihr jetzt so ein bisschen das Problem von Touchbedienung bei mir. Ich bin nicht gerade gut in sowas, aber ich habe ihn erwischt. Gut. Schöne ist, das gilt für die anderen auch. Also das hier ist deutlich simpler, als wenn ihr jetzt zum Beispiel mit Tastatur in Counter-Strike oder so in der Gegend rumlaufen würdet. Da habt ihr gar keine Chance. Aber ihr seht, wir können jetzt hier praktisch in einer echten coolen Map, und es gibt wie gesagt ja auch noch unterschiedliche, durch die Gegend laufen und unsere Gegner suchen und sie eben dann über den Haufen ballern. Das ist der ganze Sinn des Games, logischerweise. Und jetzt gucken wir mal. Ich glaube, hier ist die Startbasis wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht. Laufen wir mal da rein. Es gibt dann auch die Möglichkeit, zwischen statischer und nicht statischer Dings zu setzen. Ich lade auch mal nach. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Da oben ist die Map. Wahrscheinlich bin ich jetzt der Letzte, der noch übrig ist, so wie es aussieht, mit einem Gegner. Und jetzt müssen wir uns halt erstmal finden. Der sucht mich wahrscheinlich genau da, wo ich nicht bin und andersrum natürlich das genau Gleiche. Hier kommen wir, glaube ich, aber nicht weiter. Das heißt, wir laufen mal hier wieder hin, mal in die Richtung. Ist da irgendwo einer? Nee. Komm. Denn mal, vielleicht sollten wir, ja, wir gucken mal, wo wir hier hinkommen. Laut der Map renne ich hier aber in der Sackgasse. Moment mal, müssen wir mal da entlang. Schön, dass meine herausragenden Fähigkeiten hier so zur Geltung kommen. So, wir laufen mal hier entlang über den Typ. Energieaufladung habe ich jetzt bekommen, was das genau ist, weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht. Weil so richtig helfen tut mir das, glaube ich, nicht. Da ist eine relativ nette Map, finde ich. Also mit dem Ding gerade, mit dem Stealth Fighter, den wir da hatten. Ich tendiere immer dazu, wenn ich schneller laufen will, dass ich noch da ist. Okay, hat mich erwischt, wie auch immer. Wie ihr seht, ich habe 3 getötet, er hat 2 getötet schon. Captain Killer. Und so können wir jetzt praktisch hier eben das Game einfach mal durchzocken. Oder was heißt durchzocken? Also ihr habt natürlich jetzt einfach Runden, die ihr spielt. Und die werden da oben angezeigt, noch 1 Minute 30 circa, die wir eben hier spielen werden. Und jetzt versuchen wir mal unserem Kumpel zu helfen. Okay, einen haben wir erwischt. Wird aber jetzt schwierig, weil da kommen eine Menge auf uns zu. Die killen uns natürlich vorher, ja. Aber 4 haben wir getötet, ist doch schon mal ganz cool. Und jetzt könnt ihr praktisch zugucken, wie die anderen eben spielen, logischerweise hier unten. Oder ihr könntet jetzt theoretisch aufkaufen. Also ihr könnt dann hingehen und könnt da zum Beispiel sagen, lasst mich jetzt direkt rein. Durch eben den Kauf. Das macht aber so gut wie keiner, weil es einfach teuer ist und diese Goldpunkte halt was wert sind. Aber vom Prinzip her, so funktioniert das ganze Game.
Performance ist nicht schlecht. Also ihr könnt natürlich noch die Auflösung da runterschalten oder auch nicht. Das macht ihr, wie ihr wollt. Im Endeffekt ist die Performance aber eigentlich cool. Und ja, so läuft das Ganze ab. Jetzt können wir praktisch das nächste Level spielen, wenn ihr drinnen bleibt. Oder ihr spielt eben die Dings. Ihr spielt dann ein anderes Level zum Beispiel, einfach durch Verlassen dann, wenn ihr da rausgeht. Versuch so ein bisschen seinen Kopf zu erwischen, hab ich. Sehr gut. Mal kurz sammeln, was da herkam. Na, wo ist er denn? Na, da. Steckt sich von mir. Jetzt ist er abgehauen, weil er gemerkt hat, dass ich ihn stärker erschieße als er mich. Aber was auch immer. Hier seht ihr, das ist unser Teamgefecht, das war unser Level. Wir haben praktisch 5 Gegner getötet in dem Fall. Der Captain Killer war noch ein bisschen besser als ich, aber was auch immer. Und vom Prinzip her ein sehr, sehr nettes, cooles Game, das eben genau das hier macht, was ihr gesehen habt. Nämlich so eine Art Mini-Counter-Strike darzustellen mit coolen Maps, mit auch ja, spielenden Leuten, die da auch wirklich unterwegs sind. Und in praktisch 3D ein FPS-Shooter. Third Person, ich weiß nicht, ob man umschalten kann, ich glaube, es ist Third Person immer, aber sonst ist es echt eine schöne Geschichte und probiert es gerne mal aus. Ich finde, ein ganz nettes Game und durchaus mal wert. Ihr habt ja gesehen, es ist relativ einfach, das umzuschalten. Ihr könnt jetzt auch wieder zurück und dann einfach zurückschalten in Continuum, wenn ihr das möchtet. Also, wie gesagt, es funktioniert sogar in Continuum. Es ist ein Continuum-fähiges Spiel, aber es hat diesen einen Nachteil, dass eben die Bewegung, also einfach das Hin- und Her-Tilten, das funktioniert halt nicht. Ich kann laufen, ich kann schießen, ich kann nachladen, ich kann alles Mögliche machen, aber dieses Bewegen mit der Maus oder so, das haben sie halt nicht zur Verfügung gestellt und deswegen ist das einfach nicht spielbar zu dem Zeitpunkt, ohne in diesen Modus zu gehen. Ja, und dann würde ich sagen, sind wir eigentlich fertig mit dieser Episode. Ich gehe hier gerade mal wieder aus dem Game raus. Moment. Wir wechseln kurz in die Einstellungen, dass ich hier wieder zurückschalten kann. So. Und das ist auch schon alles, was wir machen müssen im Endeffekt. Und jetzt hoffe ich, dass ihr natürlich eine schöne Episode mit mir hattet. Wenn ihr euch die gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich einen Thumbs Up da lasst. Sonst eben einen Kommentar schreiben unten in die Kommentarsektion. Und solltet ihr in irgendeiner Form dann hier subscriben wollen, dass ihr praktisch nicht vergesst, welche oder die nächsten Videos nicht verpasst, die ich raushaue, dann schaut doch einfach mal unten, gibt es auch den Subscription-Button. Und kostet nichts, wie immer, und einfach drauf drücken und dann kriegt ihr Benachrichtigungen von mir bzw. von YouTube, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ja, bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und wir sehen uns. Macht's gut und bye, bye.